Jetzt müsste ich Minimum Donation auf 100 Euro stellen und wer mich dann ärgern will, der kann das gerne tun. Ja, wir haben es fast, Leute. Mensch, von der Zeit her auch gut eingeplant. Die letzte Schlacht. Ja, Weltkartenmusik als Stage-Musik. Geil, wa? Ich vergesse immer, dass bei dem hier ja... Oh, leck mich. Ficken. Und ich zünde hier auch gleich was an. Ich meine, hier brennt sowieso gefühlt alles. Du Arsch, da war der Pilz drin. Na komm, ich lass dich noch mal toben. Ja, der Rhythmus geht so langsam, wa? Oh mein Gott! Boah. Wenn er einen auf Frankfurter machen würde, würde er wenigstens einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was man von... Oh. Ich glaube, Frankfurter und Offenbacher mögen sich nicht. Finale. Wow. Ich habe diese Art von Bowser-Kampf schon mal irgendwo gesehen. Ein wildes Bowser. Hat jemand einen Pokéball? Wir zünden ihn einfach an. Ja, irgendwoher kommt mir das mit der Brücke, die man dann kaputt macht, auch bekannt vor. Wow, was für ein Final Battle, hä? Huh? Ja, die zwei Knallfrösche. Nee, ihr habt euch nicht lieb, ihr habt euch böse. Nette Bioshock-Referenz im Chat übrigens. Scarlett, alles okay bei dir? Leute, jetzt muss ich mal kurz was sagen, sobald ich Pause machen kann. So. Leute. Ich glaube, in so ziemlich jedem New Super Mario Bros. Teil, ich glaube, im DS-Teil, war kein Riesen-Bowser, oder?
Bei New Super Mario Bros. 2 war es ein Riesen-Bowser. Bei New Super Mario Bros. Wii war es ein Riesen-Bowser. Hier auch wieder ein Riesen-Bowser. Sollte nochmal ein 2D-Mario rauskommen und da wieder ein Riesen-Bowser der Final Boss sein, dann werde ich da hinfahren und die persönlich in den treten. Also ich bin mir nur nicht sicher, ob der DS-Teil auch einen Riesen-Bowser hatte. Ziegenbock. Ja, sehr interessantes Kampfmuster. Außer aus! So. Dämlicher Ziegenbock. Oh, no. Nein! Bowser Jr. hat mich mit seiner Nase am Schuh angetickt. Ah. Und ich habe nur Schrott als Extras. Naja, wenigstens ein Pilz. Ist hier vielleicht noch was? Ja, richtig. Hätte ich das Ding mal zuerst geholt, hätte ich jetzt eine Feuerblume. Hm. Jetzt weiß ich immer, was die Leute mit Big Mac meinen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob die Eiskugeln ihn auch irgendwie... Da werden wir ja jetzt sehen. Blöder Ziegenbock. Stirb. Wie, was? Oh. Ein Horst von Herr Nick. Und damit Hi und so. Der kommt ja gerade richtig zur lustigen Fail-Parade. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, welchen Schwanz Bowser wohl nimmt? If you know what I mean. So, nochmal Hi an alle Neuen. Alles fit im Schritt, alles klar im BH. Hoffe, euch geht's gut. Mensch, da kommt ja zum Ende hin nochmal ein bisschen Action rein. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. Der Gannon Kirby hat heute für einige ja, Bilder in meinen Kopf gesorgt, die niemand sehen will. Bam! Ja, das war genauso wie damals, als ich deine Freundin fertig gemacht habe. So richtig Bam hat das gemacht, verstehst du? Bam!
immer noch eins der lustigsten Videos, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Auch wenn Bruce Van Lee aus der... Das stammt noch aus der Anfangszeit von YouTube, oder? Ja, und da meinte er, ich hätte abgeschmatzt. Und da habe ich dir so richtig schön mit der Faust den Kopf... Scheibenhonig. Und das war's schon. Was? Hab gerade mal Streets of Rage 2 gespielt über Nintendo Online. Hattest du ja gespielt. Find das ganz geil. Ja, Streets of Rage, Liebe. Ja. Oh nein, bevor der Klempner mich jetzt auch kriegt, dachte ich, scheiße, da springe ich lieber bei dem Alten hinterher. Ja, alles Ziegenböcke grundsätzlich. Was sagt Mopsy da hinten? Mopsy, der alte Spanner. Naja. Easy First 3. Das Lustige ist, ich habe wirklich 3 Versuche, glaube ich, gebraucht in dieser Stage. Oder? Ja, lass den Alten liegen. Oh Gott. Nein, das arme Luftschiff. Tröd. Ja. Und die Clownkutsche, oder wie das Ding heißt, die kann alle ohne Probleme halten. Alter, wie Mopsy da auf dem Turm steht und alle beobachtet, der alle, das Stalker hier. Gibt's doch nicht. So, wir könnten jetzt wie üblich in der New Super Mario Bros. Reihe hier noch ein bisschen rumspringen und Münzen sammeln. Aber ich konzentriere mich jetzt mal eher auf, ja, meine Bewertung zum Spiel. Ja, also, ich bin ja ein Fan von 2D-Mario-Titeln. Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, während der eine oder andere 2D-Mario-Titel noch ein paar Neuerungen drin hatte, was gab es denn hier großartig was, was sich wirklich anders angefühlt hat? Seien wir doch mal ehrlich, dass hier der Eichelpilz, wenn Mario sich in ein Flughörnchen verwandelt hat. Wenn wir uns dieses extra mal angucken, das ist, ja, eigentlich nur ein kastrierter Tanuki, wenn wir mal ehrlich sein sollen, ne? So eine Mischung aus kastrierten Tanuki und der Feder aus Mario World. Ansonsten, Yoshi wie immer. Gut, die Babys war mal, ja, also... irgendwie ganz nett, aber hätte man auch ohne die geschafft. Ansonsten, Gameplay fand ich ansonsten okay. Die Grafik, als es auf der Wii U rauskam, ja, war schon okay für einen 2D-Titel. Die Switch-Neuauflage nochmal ein bisschen schärfer hier. Aber eine Sache kritisiere ich hier ganz groß am Spiel. Und das ist der Sound. Damit will ich nicht sagen, dass der Soundtrack schlecht ist. Aber wenn quasi 90% des Soundtracks, wenn man mal übertreibt, wirklich nur recycelte Musik aus den alten Teilen ist, das war wirklich,
das Theme aus dem Turm und so weiter. Gab es alles in dieser Version mit leichten Änderungen schon seit New Super Mario Bros. Auf dem DS. Und von daher absolut, ja, ne? Ich kann manche Stücke aus dem Soundtrack nicht mehr hören. Das ist, als würde man nur ein Hack spielen und die Standardmusik immer reinpacken. Naja. Also das ist... Vor allem das Underground-Theme. Warum kann man nicht mal irgendwie ein bisschen wenigstens was remixen? Da gab es ja nur wirklich so sehr wenige neue Stücke. Und sonst... Also es ist auch meckern auf hohem Niveau. Ich fand den Soundtrack, wie gesagt, ganz nett, aber ja, wenn ich diesen Soundtrack hören wollte, hätte ich auch einen alten Titel spielen können. Nostalgie, schön und gut, aber hier war es ein bisschen zu viel Nostalgie. Also ich würde sogar so weit gehen, ich würde fast sagen, also dass das der schlechteste New Super Mario Bros. Teil ist. Vielleicht... Ja, vielleicht nicht ganz auf dem letzten Platz. Weiß ehrlich gesagt nicht, welche von den offiziellen Teilen ich noch schlechter finden würde. Viele hacken ja auf New Super Mario Bros. 2 rum. Aber ja, das ging eigentlich noch. Da war das noch nicht ganz so ausgelutscht wie hier jetzt. Also wenn noch mal ein neues 2D Mario rauskommen sollte, dann hoffe ich, dass sie wenigstens ein bisschen was an der Musik ändern. Oh Mann. Das ist schade. Also erstmal, hallo Icy Skill. Ist jetzt ein bisschen doof, dass du gerade zum Ende des Spiels reinkommst, wenn ich gerade beende. Naja. Aber nun ist das halt leider so. Der Gedanke zählt, ne? Gut, damit sind wir hier eigentlich auch fertig für heute. Ja, ich bedanke mich dann bei allen, die hier zugesehen haben, ob auf YouTube oder Twitch. Seht ihr, ich muss die Aufnahmesessions eigentlich noch alle durch Vegas jagen. Und sonst, nee, der kommt mit Sicherheit nicht. So, wo war ich? Ja. Vielen Dank an alle, die zugesehen haben, ob auf Twitch oder YouTube. Hat Spaß gemacht. Auch wenn gerade heute Fails dabei waren, für die... Ja, ich bin mal froh, dass schlecht spielen nicht strafbar ist. Sagen wir es mal so. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ich wünsche euch noch was. Noch einen schönen restlichen Abend. Ja, und man sieht sich. Ciao.